Hallo Herr Zimmer, hallo Lukas, herzlich willkommen erstmal bei uns. Ich bin von der Lokalredaktion und mir wurde gesagt, dass ich die Rechercheaufgaben übergeben kann. Ich arbeite gerade an einem Artikel über die Haftbedingungen politischer Gefangener in der DDR. Und in einer unserer Ausgaben von 1986 soll es einen Artikel zu dem Thema geben. Irgendwann kommt jede Geschichte ans Tageslicht. So wie die von diesen beiden hier, dessen Liebe zum Sterben verurteilt ist. Der sieht ja wirklich aus wie du. Das ist doch bestimmt ein Fake. Weißt du, irgendwann will ich hier raus. Vielleicht liegt er ja bei uns auf dem Friedhof, möglich wär's. Dir ist dann aber schon klar, dass niemand von uns zurück kann, oder? Glauben Sie an Wiedergeburt? Es gab da mal einen Lukas, aber Lukas Zimmer. Kommst du jetzt? Nein, ich habe 3 Jahre gewartet. Aber überleg dir das genau, ja? Jetzt hätten wir ja Anarchie. Und jeder würde machen, was er möchte. Glauben Sie ruhig dran. Ich werde es Ihnen schon beweisen.